Willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator 2017. Falls ihr die letzte Folge nicht gesehen haben solltet, wir haben eine neue Map angefangen und befinden uns gerade auf der Mission, dieses Feld für einen anderen Bauer fertig zu machen, wofür wir am Ende 9000 Euro kassieren. Wir haben jetzt fast die Hälfte des Feldes geschafft. Falls ihr die Map nicht kennt, dies ist Hagenstedt aus dem Landwirtschaftssimulator 2013, angepasst für den LS17 jetzt. Oben rechts seht ihr, wie gesagt, oder in der letzten Folge schon gesagt, die Statusanzeige. Wir haben fast die Hälfte des Feldes geschafft. Falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, solltet, schaut sie euch doch jetzt noch schnell an. Pauset einfach dieses Video, geht zurück, schaut sie euch an und kommt zurück, damit ihr im Grunde wisst, um was es geht. Und was bisher so der Plan ist. Um noch zwei kleine Projekte anzusprechen. Was in Kürze kommen soll, sind zwei Community-Server. Das heißt, im Grunde ein Server extra hier für den LS17 und ein Minecraft-Community-Server. Das Ganze ist aktuell noch in Planung. Das heißt, wir können zusammen LS17 oder Minecraft spielen. LS17, die Map ist aktuell noch in der Abstimmung. Und bei Minecraft ist gerade auch noch die Frage, was wird das an der Art von Server? Wird es ein Roleplay-Server? Wird es ein üblicher Spiele-Server? Aber auch das könnt ihr gerne noch mitentscheiden, wenn ihr es einfach unten in die Kommentare schreibt, was euch am liebsten wäre. Drei Viertel des Feldes durch. Genau, der Plan ist es auch noch in Kürze, dass wir dieses Let's Play zu zweit spielen. Jedoch sind wir da gerade noch am Schauen, welcher Server für uns da am besten ist. Es gibt ja verschiedene Anbieter, die mittlerweile LS17 noch hosten. Nitrale zum Beispiel oder G-Portal. So, jetzt habe ich über drei Viertel. Oh, der andere hat schon ganz schön zu kämpfen. Im Rückwärtsgang nicht. Geil. Noch gleich wahrscheinlich noch anderthalb Bahnen müssen sein, dann müssen wir fertig sein mit dem Feld. Lustigerweise muss man irgendwie nicht das ganze Feld abernten, nur so 90%.
stehen gelassen. Mann. Ja, ich fahr jetzt einfach nur kurz so durch. Damit wir einfach nur kurz die Mission abschließen. Mal gleich durch. Und auf einmal ist alles weg. Umwerfende Arbeit. Lohn 9.847 Euro. Plus ein Zeitbonus in Höhe von 3.415 Euro. Cool. Oh, und wir haben leicht den Verkehr gesperrt. So, dann fahren wir zurück zu unserem Hof. Mit 46.766 Euro. Das ist schon cool. Ui, das ist aber ein schweren Berg hoch. Ich habe halt nicht mal den Verkehr auf. Mann, seit 2013 sind da schon Baustellen. So, mit dem Trecker links überholen, macht man auch selten. So. Und da wären wir auch schon bei unserem Feld. Da steht schon unser Mähdrescher mit ausgefahrenem Rohr. Mal gucken, wie voll wir werden. Ja, auch geil. Und die letzten. Letzten 2% des Feldes. Ja, das ist geil. Okay, jetzt sind 49% voll. Gucken wir, ob er den letzten Rest auch noch mitnimmt. Wo man den einfach stehen lässt. Wahrscheinlich lässt er mal so stehen. Oder auch nicht. Ja? Wie intelligent ist dieser Helfer? Nein, ich glaube, er nimmt die mit. Was? Was soll da drüben was stehen lassen? Nee, nicht rammen, Mensch. Oh, das Helfer schon weg. Ja. Okay, dann einmal das Rohr ausfahren und den letzten 1% aus dem Tank rausholen. So. Fahren wir das mal auch gleich weg. Beziehungsweise, wir schauen erstmal kurz, wie die Preise sind. Okay, immer noch bei der Bäckerei. Okay, wir lagern das erstmal ein. Für schlechte Zeiten.
Outback ist es. So, jetzt schnappen wir uns den Hurleyman. Das Gewicht anheben. Und dann darf man das Feld mal verlegen. Leider noch keine Strohballen oder Heuballenpresser. Dann müssen wir das in dem Fall leider eingrubbern. So, Gruber senken. Und Hilfe einstellen. So, dich formen wir da weg. Du bekommst da einen schönen Stellplatz. So, mit diesem geparkten Mähdrescher beenden wir nun diese Folge Landwirtschaftssimulator 2017. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.